Hallihallo. Heute mal zum, ja, fast ist es ja rum, Abschluss des Jahres mal eine Frage an euch, beziehungsweise ihr habt ja schon mal das öftere gefragt, kannst du nicht mal ein Video zu der und der Linux-Version machen? Da habe ich gedacht, zum Jahresende machen wir jetzt mal so abstimmen. Ich hatte ja diverse Linux-Versionen schon dieses Jahr. Und wir gucken mal, wie ihr so abstimmt. Wenn jetzt einer zum Beispiel Arch Linux will, dann postet er zu diesem Video unter dem Video halt Arch Linux. Gut, der nächste will vielleicht Lubuntu in einer bestimmten Version, dann sagt er Lubuntu in der und der Version. Gut, die anderen, die dasselbe wollen, die machen dann Daumen hoch oder Daumen runter. Oder die was ganz anders wollen, machen einen neuen Eintrag. Ne? Und dann als nächstes geht es als zweites um, ja, nicht nur welches Betriebssystem, sondern auch, jetzt gucke ich mal in die Kamera. Ich habe jetzt zwei Kameras, ne? Hier nehme ich mittlerweile meinen Ton drüber auf. Ne? Habe das gemerkt, ist nie so ganz synchron, aber der Ton ist ein bisschen besser, hoffe ich. Ja, und die anderen Frage zum selben Thema ist eigentlich, unter welcher Desktop-Umgebung? Ne, Desktop-Umgebung. KDE zum Beispiel wäre mal wieder dran. Oder Unity. Oder Cmanon. Oder Mate. Oder wie auch immer. Gut, da braucht er die Version nicht dazu schreiben, denn das ergibt sich wahrscheinlich aus der Linux-Version, die anderen schon gewählt haben. Ne? Gut, also auch unter dasselbe Video, Desktop-Umgebung, so und so. Gut, das dritte, ne, auch unter dasselbe Video, ich wollte jetzt nicht drei Videos machen, auch zum Jahresabschluss. Es wäre mal wieder was dann mit Programmierung. Jetzt kann ich mal langsam meine Kamera es rumpelt jetzt so ein bisschen. Ach, dieser Gurt. Gut, das dritte wäre, es wäre jetzt mal wieder Zeit, entweder zu Python oder Lazarus ein Video zu machen. Nur, ja, was denn nun? Ne? Ich weiß, also erstmal Lazarus oder Python, ne? Das wäre quasi die nächste, ne? Gruppe, die dann sagt, die eine wollen Lazarus, die andere wollen Python. Ne? C++ und so weiter braucht er gar nicht schreiben, habe ich keine Ahnung von, ne? Das wisst ihr auch so. Und dann wäre dann die Rubrik, ja, zu welchem Thema denn? Ja, ja. Was soll ich denn programmieren? Oder was? Das wäre dann die nächste Frage. Ja, wie gesagt, alles dann halt unter das Video. Und wenn ihr etwas gut findet, was andere schon geschrieben haben, dann macht einfach einen Daumen hoch. Und ich gucke dann. Ne? Ich sag mal, ich lasse das jetzt mal, sagen wir mal, eine Woche lang rumpeln. Und ihr stimmt so ab. Und nach einer Woche gucke ich mal so. Ne? Also nächste Woche, ne, nachdem das Video hochgeladen worden ist, eine Woche später, gucke ich so die meisten Dinger. Ne, die, oh, mehr Leute Richtung KDE, mehr Leute Richtung die und die Linux-Version. Und die Leute, die wollen mehr Python statt Lazarus oder ganz andersrum. Und dann, ja, was soll ich denn unter Lazarus programmieren? Und dann am Ende des Jahres wird es dann so sein, ich bin dann umgestiegen auf eure Linux-Version. Mit eurer Desktop-Version. Und programmiere unter eurer, ja, Auswahl habt ihr ja nur zwei, entweder Python oder Lazarus, unter eurer Programmiersprache das Programm, das ihr gerne mal programmiert haben wollt. Ne? Da muss natürlich auch erreichbar sein. Ich will ja noch irgendwie vor Weihnachten mal fertig werden damit. Gut, das wäre dann eure Aufgabe. Solltet ihr sie annehmen? Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Dunkle Sonne von der Serie. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und tschüss. Ja, schauen wir mal, was ihr euch da... Also ich bin ja jetzt mal gespannt, ne? MSP, ja. Was das jetzt wohl für eine Release wird. Ja, was ihr wohl wollt. Ob das wohl Ubuntu wird. Oder ob das eine ganz andere Linux-Distro wird. Vielleicht mal OpenSUSE. Ja, ich weiß auch nicht. Ich kenne den SUSE nicht persönlich. Oder was der Daumen was, ne? Aber nichts Amerikanisches, da ist nur NSA drin. Ja, clear ist clear. Hier waren wir jetzt unter Utopic, haben wir quasi schon. Ubuntu Mate hätten wir ja eigentlich auch schon. Gut, das sollte dann vielleicht mal irgendwas anderes sein. Jetzt tue ich besser die Sonnenbrille auf. Ich warte jetzt mal ab. Ihr wisst also, eure Aufgaben posten, was ihr gut findet, Daumen hoch von den Kommentaren. Ne? Ja, mein Video ist eben von den Kommentaren der anderen Leute und dann sehen wir mal die Auswertung. Bis dann und tschüss.